In diesem Video geht es also nun um die Berechnung der einzelnen Spannungen. Wir hatten ja die Reihenschaltung aus zwei Parallelschaltungen. Ich zeichne die Schaltung hier einmal auf. Wir hatten hier zunächst einmal die Parallelschaltung aus ohmischem Widerstand und Induktivität zusammengefasst in einer Impedanz Z1 und dann im Weiteren dann die Parallelschaltung aus Widerstand und Kapazität und die heißt hier Z2. Und jetzt ging es darum, die einzelnen Spannungen an den Impedanzen zu berechnen. Hier vorne hatten wir eine Spannung U gleich 10 Volt mit einer Frequenz von einem Kilohertz. Und jetzt geht es darum, hier die einzelnen Spannungsanteile zu berechnen. Das kann man über zwei verschiedene Wege machen. Zum Beispiel, ich schreibe hier mal eine 1 davor, kann ich mir den Gesamtstrom angucken und wenn ich den Gesamtstrom kenne, dann weiß ich, welche Spannungen an den einzelnen Impedanzen abfällt, um den Gesamtstrom zu berechnen. Den nenne ich mal I Gesamt als komplexe Zahl. Das ist der Strom, der hier entsprechend in der Schaltung fließt, I Gesamt. Und da nehme ich einfach die Spannung U geteilt durch Z Gesamt, also Z1 plus Z2. Z Gesamt hatten wir im letzten Video schon berechnet. Das heißt, ich kann hier direkt Z Gesamt eintragen und das ist gleich 10 Volt. Die Spannung war 10 Volt geteilt durch und dann hatten wir eine Gesamtimpedanz von 184,92 Ohm mit einem Winkel von 1,6 Grad. Und wenn ich jetzt die Beträge, habe ich das Ohmzeichen vergessen, wenn ich jetzt die Beträge zunächst einmal dividiere, dann bekomme ich einen Strom von 54 mA. 54 mA und einen Winkel von, hier oben habe ich einen Winkel von 0 Grad, den ich hier, wenn ich ihn nicht habe, einfach nicht hingeschrieben habe, aber ich könnte ihn jetzt einmal der Vollständigkeit halber einmal hinschreiben, hier auch 0 Grad. Und wenn ich zwei komplexe Zahlen dividiere, dann muss ich die Winkel voneinander abziehen, das heißt oben habe ich 0 Grad, unten habe ich 1,6 Grad, also 0 Grad minus 1,6 Grad. Habe ich also einen Winkel von minus j 1,6 Grad. Das ist der Strom, der hier in der Reihenschaltung fließt. Und mit Hilfe dieses Stroms kann ich jetzt auch die einzelnen Spannungen ausrechnen. U1 wie im Gleichstromfall auch. U1 ist gleich Z1 mal I Gesamt. Und wenn ich da die Zahlenwerte eingebe, Z1 waren 95,3 Ohm. 95,3 Ohm mit einem Winkel von 17,65 Grad. J17,65 Grad mal eben diese 54 Milliampere. Mit einem Winkel von minus 1,6 Grad bekomme ich dann für U1 eine Spannung von, die Beträge kann ich multiplizieren, also 5,15 Volt. 5,15 Volt und die Winkel, die muss ich addieren, also 17,65 minus 1,6 entspricht ein Winkel von 16,05 Grad. 16 runde ich mal auf 16,1 Grad. Und das gleiche für U2, das kannst du dann auch mal berechnen, wenn du es entsprechend nachrechnen möchtest. Ich gebe einfach mal das Ergebnis an. Das wären dann 5,24 Volt.
mit einem Winkel mal E hoch minus J 15,78 Grad. 15,78 Grad. Also auch hier Z2 mal I gesamt und dann kommt entsprechend diese Spannung dabei heraus. Das ist eine Möglichkeit, wie man die einzelnen Spannungen berechnen kann. Die zweite Möglichkeit wäre, das über einen Spannungsteiler zu machen, genau wie einem Gleichspannungsfall auch. Da habe ich die Spannung U2, da fangen wir mit U1 an. U1 ist gleich U, also diese 10 Volt mit einem Winkel von 0 Grad, mal und dann das Verhältnis der einzelnen Impedanzen, entsprechend auch komplex gerechnet. Also Z1 geteilt durch Z1 plus Z2, also entsprechend 10 Volt, mal Z1 hatten wir schon berechnet, waren 95,3 Ohm. 95,3 Ohm mit dem Winkel von E hoch J 17,65 Grad geteilt durch und jetzt die Summe der beiden Widerstände. Das war Z gesamt, das hatten wir auch berechnet. Kann ich auch oben entsprechend ablesen. 184,92 Ohm mit dem Winkel E hoch J 1,6 Grad. Und wenn ich das ausrechne, 10 Volt mal 95,3 Ohm geteilt durch 184,92 Ohm. Die Beträge kann ich multiplizieren und dann durch 184,92 dividieren. Und dann bekomme ich für U1 die Spannung 5,15 Volt. 5,15 Volt mit einem Winkel 17,65. Minus 1,6, also E hoch J, hier runde ich dann auch entsprechend wieder auf 16,1 Grad und das ist das gleiche Ergebnis wie auch das, was ich hier entsprechend oben bekomme und das gleiche für U2, hier schreibe ich auch nur mal die Formel hin, U mal jetzt Z2 geteilt durch Z1 plus Z2. So, hier entsprechend die Zahlenwerte eingesetzt. Und wenn ich das eingebe, dann komme ich auch auf 5,24 Volt mit dem Winkel von minus 15,78 Grad.